Willkommen zu unserem jährlichen State of the Union Talk. Diesmal haben wir uns ein bisschen was anderes ausgedacht. Ja, das wird sehr spannend werden, vor allem für diejenigen, die schon länger dabei sind. Also woran merkt man denn, dass man ein bisschen älter wird? Erstens, die älteren Herrschaften, die auch schon von Anfang an dabei waren, sieht man hier vorne, die setzen sich immer ganz vorne hin. Ja. Und zweitens, wir haben den Jubiläum zum Anlass genommen, 20 Jahre Open Source war in der Zeit zwischen der letzten Frostcon und heute. Und da haben wir einfach mal gedacht, okay, dann machen wir den Vortrag ein bisschen anders. Wir erzählen Geschichten aus 20 Jahren Open Source, wie wir sie zum Teil selbst miterlebt haben und wie wir sie zum Teil hier eben auch aus erster Quelle berichtet bekommen haben. Da sind es Geschichten von Liebe, von Freundschaft, von Krieg, Verrat, Krieg, alles dabei. Ja, warum können wir eigentlich was darüber erzählen? Ja, weil wir haben 96 angefangen mit so einer kleinen Veranstaltung zum Thema freie Software. Open Source gab es noch nicht, aber die ist größer geworden. Und wir hatten irgendwann gab es den Fall of Rome sozusagen. Ja. Und wir hatten also das Glück, bei vielen dieser Geschichten hautnah mit dabei zu sein, die wir jetzt erzählen werden. Und auch die Protagonisten kennenzulernen. Das war teilweise auch schon sehr spannend, sag ich mal. Aber ich sehe auch ganz viele hier im Publikum, die da auch alle dabei waren. Vorne sehe ich ein paar, die ja vielleicht auch was beitragen können. Ja, wie hat alles angefangen? Ja, ich meine, wir haben 20 Jahre Open Source. Und da haben wir mal gedacht, okay, wie hat das gestartet? Und das ist nicht gestartet worden in diesem Van, der da steht, in diesem Wohnmobil. Aber das ist die Straße, wo der Begriff Open Source sich manifestiert hat. Und zwar war da 6 Leute sind da zusammengekommen und haben gedacht, okay, das Konzept freie Software ist ja ganz gut, aber wir brauchen da eine bessere Marketingstrategie. Übrigens, das Gebäude gibt es anscheinend nicht mehr, weil wir haben auf Google Street Map uns das Foto geholt und natürlich ist das ein Foto, was neuer ist als 98, logisch. Und die Straße sieht ganz schön abgerissen aus. Also ich weiß nicht, ob das damals schon so war. Wir haben leider überhaupt keine Fotos gefunden vom Hauptquartier von VA Linux zu dem Zeit. Keine Ahnung. Also vielleicht haben sie sich doch in diesem Van da getroffen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall waren das 6 Leute. Darunter war zum Beispiel John Maddock Hall, Larry Augustin, das war der Chef von VA, und Eric S. Raymond. Genau. Und mit Eric S. Raymond haben wir auch schon einen Vortrag zusammen machen dürfen. Der war mal Keynote-Speaker bei uns gewesen. Ist schon eine eigenartige Typ. Über den haben wir nachher noch ein bisschen was. Werden wir dann nochmal erzählen. Die Idee bei dem Begriff Open Source war allerdings einfach einen Marketingbegriff zu finden, der sich einfach kommunizieren lässt. Weil der Begriff freie Software, der von Richard Stallman ja erfunden wurde, mehr oder weniger, war halt schwierig den Unternehmensleuten beizubringen. Ja. Aber vielleicht sollten wir noch mal ein Stück zurückgehen, wie das alles angefangen hat. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 1980. Da gibt es die Story mit Stallman im Drucker und wie freie Software überhaupt oder wo der Kristallisationspunkt war. Und das ist ja eigentlich spannend, wie das entstanden ist, weil kann man mal die Frage stellen, wer kennt die Geschichte, wie freie Software entstanden ist? Oh, gut, dann müssen wir die erzählen. Ja, ihr hättet das mit einem Handzeichen sozusagen verhindern können. Aber okay, also im Großen und Ganzen ging es ja darum, dass das Unix-Betriebssystem, das hier in dem akademischen Bereich, an dem Richard Stallman gearbeitet hat, vorherrschend war, war im Quelltext verfügbar. Man hat gar nicht so den Wert in der Software gesehen, sondern vielmehr in der Hardware. Und das hat sich über die Zeit dann so ein bisschen geändert und dann wurden Softwarelizenzen verkauft und man hat diesen Quelltext nicht mehr ausgegeben. Zu der Zeit, als Stallman beim MIT gearbeitet hat, war es halt so, dass die Rechner im Wesentlichen das Teure waren und die Software hat man so als Zugabe dazu bekommen. Und dementsprechend war die Software eigentlich gar nicht so das Wertvolle, wie gesagt. Und Stallman war da Admin im Wesentlichen, also er war zwar wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat aber als Admin gearbeitet und war halt unter anderem für die Drucker zuständig. Ja, und hat eine Eigenschaft, die eigentlich alle guten Programmierer haben sollten. Er war, würde ich jetzt mal so interpretieren, er war faul. Ja? Und neugierig. Und der Drucker stand nicht in dem Gebäude, in dem er saß. Und wenn er gedruckt hat, hat es ihn gestört, dass er immer rübergelaufen ist und nicht wusste, wann sein Druckjob hier fertig war.
Und somit hat er sich gedacht, ich habe ja die Fähigkeiten, ich kann programmieren, ich habe die Quelltexte, ich gucke mir das mal an und ich lasse mich benachrichtigen, wenn mein Druckjob hier rausgefallen ist, damit ich da nicht umsonst rüberlaufen. Es war übrigens genau dieser Drucker, der hier abgebildet ist, also kein kleines Gerät. So, und eines Tages war das eben nicht mehr möglich, weil der Quelltext war nicht mehr da. Beziehungsweise er wollte an dem Quelltext was ändern. Und hat dann seinen Kumpel angerufen, der den Quelltext hatte und wollte ihn haben, damit er ihn anpassen kann. Und dann hat derjenige gesagt, sorry, kann ich den nicht geben, ich habe hier was unterschrieben, dass ich den Quelltext nicht weitergeben soll. Und ich glaube, das war kein angenehmes Gespräch für den. Richard Stallman hat da mit Sicherheit gut argumentiert, aber hat ihn nicht bekommen, den Quelltext. Genau. Auf jeden Fall war das das Ereignis, was eigentlich diese ganze freie Softwarebewegung losgetreten hat. Daraufhin hat er sich nämlich tierisch aufgeregt und hat gesagt, das müssen wir ändern. Sowas darf gar nicht erst passieren. Also müssen wir das Ganze institutionalisieren und müssen uns überlegen, wie machen wir die freie Verfügbarkeit von Software, wie garantieren wir die freie Verfügbarkeit von Software. Ja, und da muss ich überlegen, das ist der Kristallisationspunkt der Open-Source-Bewegung auch. Ja, weil das war quasi der Startpunkt, der Urknall, wenn man so will, ja, dieses Telefonat. Es gibt auch noch was anderes, was irgendwie jetzt mal unabhängig von Open Source dieses Jahr 50 wird. Die Computermaus. Lustigerweise, als ich darüber geredet habe, kannte jeder den Namen von demjenigen, der die Computermaus erfunden hat. Ich kannte ihn nicht. Weiß denn hier, wer die Computermaus erfunden hat? Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Sieht auch hier, das ist nicht die erste Apple-Maus, sondern das ist die erste Computermaus, auch wenn die nur eine Taste hat. So sah die erste Maus aus und das ist jetzt auch schon 50 Jahre her insgesamt. Engelbart ja. War das. Steht auch in diesem Artikel. Wir haben noch irgendwo eine Materialsammlung. Ja, um da nochmal weiterzugehen, was noch 50 Jahre alt geworden ist dieses Jahr, ist, wir hatten 50 Jahre Mondlandung. Wir hatten das schon mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja. Aber jetzt habe ich dann nochmal eine Frage. Du musst, glaube ich, nochmal erklären, was das mit freier Software zu tun hat. Naja, ich meine, das kommt aus derselben Zeit, wo die Software eigentlich nicht der relevante Teil war, sondern die Hardware. Und mittlerweile ist ja der gesamte Quellcode des Apollo Flight Computers auch auf GitHub verfügbar, unter einer freien Lizenz und hat schon ganz, ganz viele ganz tolle Projekte hervorgebracht. Also ich habe da ganz tolle Sachen gesehen von Leuten, die die Originalsoftware in Simulatoren zum Laufen gebracht haben und so. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wer hat sich jetzt gerade, seitdem das letzte Mal dieses Thema hatten, hat sich da einiges getan, kann mal jeder nach googeln. Das ist wirklich sehr spannend, was da passiert. Okay, zurück zu GPL. Ja. Ein paar Jahre nach diesem initiellen Telefonat gab es dann das GNU-Projekt. Also das ist sozusagen das Ergebnis von den Überlegungen von Richard Stallman, wie er diese Situation, diese unschöne Situation, dass er diesen Quelltext nicht mehr bekommen hat und dass er das nicht mehr verändern durfte, richtig versteht oder wie er das weiterentwickelt und wie er das mal in ein Projekt, also wenn man Programmierer ist, macht man daraus ein Projekt sozusagen. Ja. Und ja, er hat das GNU-Projekt dann hier 83 mit dem Manifest und so weiter hier veröffentlicht. Genau, und er hat den Begriff freie Software geprägt. Und das war das Konzept, ist im Prinzip auch also in Open Source enthalten mit ein paar kleinen Änderungen. Aber der Begriff freie Software war halt schwer zu vermarkten, sag ich mal. Ja, weil gerade im Englischen ist halt frei und kostenlos sehr ähnlich oder zumindest kann beides mit free übersetzt werden. Deswegen ist der Begriff Free Software schwierig zu kommunizieren, sag ich mal. Und in der Zeit, als der Open Source Begriff geprägt wurde, ging es halt auch darum, die Open Source Software in einer gewissen Art und Weise in die Unternehmen zu bringen und auch zu kommerzialisieren, wenn man es will. Ja. Und dafür brauchte man halt auch entsprechende Kommunikationsstrategien. Und ein Teil dieser Strategie war halt, das Ganze Open Source zu nennen und dafür einen entsprechenden Begriff zu finden. Ja. Aber das, jetzt reden wir die ganze Zeit von Software. Das Konzept von freier Software geht natürlich über Software deutlich hinaus. Also man kann viel mehr mit freier Software machen, als einfach nur Software lizenzieren. Oder mit dem Konzept von freier Software, was dahinter steht. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Projekte, die auf offenen Lizenzen aufbauen, OpenStreetMap, Wikipedia, die gesamte Creative Commons Bibliothek und ähnliches. Also da gibt es ja ganz viele Sachen, die da mittlerweile auf diesem Konzept aufbauen. Ja, jetzt
haben wir Richard Stallman und jetzt haben wir Gus Raymond als die zwei Begriffsdefinierer. Und da gab es dann auch ein bisschen Trouble. Ja, das sind vor allem beide sehr charakterstark, um es mal so zu sagen. Das ist übrigens ein Originalfoto von Eric S. Raymond von seiner Webseite. Und das ist auch sehr spannend, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Er hat ja diese, wir haben ja da unten drunter geschrieben, The Cathedral and the Bazaar ist ja eines der maßgeblichen Papers gewesen, was Eric S. Raymond hier veröffentlicht hat. Wirklich eine schöne Abhandlung von dem freien Software-Entwicklungsmodell. Aber wenn du dann einen Blogpost sozusagen weiter vor oder zurück, hast du auch solche Blüten wie, wenn jeder Amerikaner gezwungen gewesen wäre, eine Pistole mitzuführen, dann wäre der 11. September nicht passiert. Also er sieht die Freiheit schon ziemlich... Ja, und es gab da schon so eine gewisse... Also ich sage es mal, ich drücke es mal nett aus, einen gewissen Konflikt zwischen Eric S. Raymond und Richard Stallman. Ich glaube, der steht heute noch. Ja. Und der führte dann zu ganz seltsamen Sachen, wie zum Beispiel, wir hatten auch im Linux-Tag unsere übliche Party abends und Olli ist zu Richard Stallman gegangen und hat gesagt, hier, willst du nicht heute Abend auf unsere Open-Source-Party kommen? Und Richard Stallman sagte, ich gehe auf keine Open-Source-Party. Und dann hat Olli aber ganz schnell geschaltet und meinte dann, ja, weißt du, auf dem Stand 1 haben wir die Open-Source-Party und auf dem Stand daneben haben wir die Free-Software-Party. Und dann sagte Richard Stallman, okay, dann komme ich auf die. Und der hat sich aber auch nicht von diesem einen Stand wegbewegt. Nee, ist den ganzen Tag hier auf der Free-Software-Party geblieben. Ja, das war schon, also da geht es schon sehr auf so eine Begriffsdefinition raus und sowas. Ich meine, wenn man es mal im Open Source ist natürlich ein viel weiteres Feld als die freie Software, ja, die übliche Definition. Das sind halt andere Ansätze und die beiden, ich glaube, die mögen sich einfach auch so persönlich nicht. Ja. Das hätten wir jetzt wahrscheinlich nur noch toppen können, wenn wir jetzt noch den Theo de Rath von BSD da mitgenommen hätten. Ja, dann. Vielleicht sollte man die mal alle zusammen in einen Raum bringen. Das wäre vielleicht spaßig. So ein Live-TV, so ein halbes Jahr mit begleitet. Es gab mal in den 90ern so eine Celebrity-Deathmatch-Serie. Gut. 89 kam das World Wide Web. Das feiert dieses Jahr auch 30 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, so die ersten Anfänge bei uns in der Uni mit den ersten Webservern. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meine erste Webseite auf einem Schwarz-Weiß-Monitor gemacht hatte und ich hatte keine Möglichkeit, das irgendwie in Farbe zu sehen und wusste nicht so genau, was diese Farbcodes bedeuten, diese Hexcodes, und habe die einfach so gemacht, dass die Graustufen gut aussahen. Und als ich dann so 2 Jahre später das erste Mal das Ding auf dem Farbdisplay gesehen habe, habe ich gedacht, okay. Ja, das waren halt die Zeiten. Man hat halt keinen einfachen Zugang zum Internet gehabt. Ja. Ja. Und das Interessante daran und an der Story sieht man auch die Macht und die Reichweite von Open Source ist, dass das Ganze ja am CERN gestartet ist mit dem ersten Webserver, also der Implementierung des Protokolls sozusagen. Und dann 93 mit Mosaic der erste grafische Webbrowser kam. Also es gab davor schon textbasierte Webbrowser, aber der erste tatsächlich grafische Webbrowser, der so ähnlich aussah wie das, was wir heute benutzen, das war dann 93 in Mosaic, und das wurde entwickelt von Mark Andreessen, unter anderem an der Uni, und der hat dann daraus ein Geschäftsmodell entwickelt und 94 Netscape aufgemacht. Ja. Jetzt geht die Story aber da noch weiter, nämlich 1995 wiederum kam der Internet Explorer 1.0 raus, das wahrscheinlich kaputteste Stück Software, das jemals jemand geschrieben hat, basierte aber auf Mosaic. Und dann passierte der erste Browserkrieg. Ja. Und es gab eine massive Marketing-Schlacht zwischen Netscape und Microsoft. Und das Lustige daran, und das wissen nur wenige, ist, dass im Internet Explorer der Quellcode im Kern von Mark Andreessen, dem Chef von Netscape, geschrieben war. Ja, weil das alles auf Mosaic basierte. Und lizenziert worden ist. Ja, und lizenziert worden ist. Ja. Das heißt, das hat jetzt noch nichts direkt mit Open Source zu tun, aber wir kommen da gleich drauf. Ja. Es geht nämlich noch weiter. 98 kam nämlich, oder hat damals Mosaic, Netscape quasi aufgegeben, wenn man so will. Naja, sie haben gesagt, so schaffen wir das nicht, können wir nicht mithalten. Und dann ist Mark Andreessen hingegangen und hat den Quelltext unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das ist sehr spannend, weil wer hat das miterlebt, als das
Wir saßen da und das sollte ja dann irgendwie 9 Uhr morgens Westküstenzeit veröffentlicht werden und dann konnte man sich ja ausrechnen, das ist dann irgendwann dann öffentlich geworden und wir haben das dann runtergeladen. Wir haben das an so einer 14-4er Modem-Leitung runtergesaugt. Und dann hat man sich diesen Quelltext angeschaut und dachte, oh mein Gott. Ja, wir hatten unseren ersten Kontakt mit kommerziell entwickelter Software gehabt, also mit dem Quellcode davon und das hätte uns ein bisschen für unser berufliches Leben prägen sollen. Ja. Auf jeden Fall aus dem freigegebenen Netzwerk-Quellcode wurde das Mozilla-Projekt bzw. Firefox und damit startete im Wesentlichen der zweite Browserkrieg. Und vor allem startete damit Firefox. Ja. Und wenn man sich mal die Marktverteilung anguckt oder die Marktanteile anschaut, hier, wir haben das früheste, was wir gefunden haben, war 2009. Also es geht hier bei 2009 los. Und da sieht man halt, dass im Wesentlichen Microsoft und Firefox sich da so einen bösen Krieg geliefert haben. Der lachende Dritte bei dem Ganzen war allerdings dann Chrome. Mhm. Also mittlerweile hat Chrome die absolute Marktmacht. Und ich habe so das Gefühl, dass die sozusagen erstmal sich zurückgelehnt haben, gesagt haben, okay, lassen die mal irgendwie sich gegenseitig abwürgen und dann kommen wir und übernehmen den komplett disruptiven Markt. Gut, aber was Chrome mit freier Software zu tun hat? Kommen wir auch drauf, ja. Denn, wenn man mal die Internas anguckt, im Oktober 2000 kam KHTML raus als Teil von Conqueror. Weiß jemand noch, was Conqueror ist? Und das kennen sogar noch ganz viele. Ja, ja, KDE ist stark gewesen, ja, in Deutschland. Ja, KDE war stark. Und im Januar 2003 hat Apple die KHTML-Browser-Engine geforkt und daraus WebKit gemacht. Das heißt, WebKit im Kern basiert auf KDE-Software, wenn man so will. Ja, und am Anfang gab es dann so ein bisschen Verwerfungen, wie man dann die Änderungen, die Apple da macht, wieder zurückbekommt. Und das hat sich alles ein bisschen einspielen müssen erst. Hat am Anfang nicht so ganz geklappt. Haben das zwar geforkt, aber so richtig ein freies Softwareentwicklungsmodell war da nicht dahinter. Ja, und wiederum 2008 hat dann Google die WebKit, die Open-Source-Version genommen und das als Basis genommen für Chrome. Ja. Ja, und spannend ist die letzte Zeile, die wir da angefügt haben, weil im Dezember 2018 hat Microsoft angekündigt, dass ihr letzter Versuch hier diesen Edge-Browser, dass man den jetzt nochmal neu macht mit einem Chromium als Web-Engine. Was heißt das jetzt? Wir haben quasi KHTML als Open-Source-Kern. Daraus wurde WebKit, was wiederum Open-Source ist. Und daraus wiederum Chromium. Und Chromium steckt wiederum in Microsoft und in dem Chrome-Browser. Ja. Und damit ist eigentlich alle moderne Browser-Technologie, die wir so benutzen, auf egal welchen Geräten, auf egal welchen Plattformen, alles im Kern Open-Source. Und das, muss man sagen, ist schon ein Erfolg für freie Software. Ja. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Warum benutzen die alle diesen Open-Source-Kern davon? Ja. Es ist einfach zu komplex und zu teuer, sowas selbst zu entwickeln. Ja. Und im Zuge der Interoperabilität zwischen den einzelnen Plattformen macht es auch keinen Sinn, das so zu machen. Ja. Und das hat ja Microsoft und die anderen Firmen, die sich da diese Kriege geliefert haben, auch lang genug ausprobiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und Generationen von Webentwicklern haben alle einen größeren Schaden damit gekriegt mit diesen Inkompatibilitäten. Also auf eine einfache Formel gebracht, im Moment ist es einfach wirtschaftlich sinnvoller zu kollaborieren und mit einer Open-Source-freien Software-Lizenz ihr zusammenzuarbeiten und die Werte werden durch die Services hier, die Browser hier brauchen. So, jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges Datum außerhalb der Browser-Welt. Wir springen ein bisschen bei den Daten. 91 hat ein Student seinen ersten Unix-artigen Kernel geschrieben und den über Usenet, über Newsgruppen angekündigt. Und wir haben mal zur absichtlich nicht. Das ist eine spannende Frage. Wer kennt den ersten Post von Linus Torvalds zu Linux? Wer hat den schon mal gesehen? Ja, sind doch einige. Und aus diesem Grund haben wir den zweiten genommen. Die erste Antwort. Die erste Antwort war genau eine Zeile. Tell us more. Does it need an MMU? Weil das war damals auch so ein Ding. Nicht jeder Prozessor hatte so eine MMU gehabt. Und tatsächlich erst im Januar 92 wurde Linux unter einer GPL-Lizenz, unter der GPL-Lizenz lizenziert. Mhm. Ja, also davor war das eher, ich glaube, der Status war einfach ungeklärt, weil es eher so ein Experiment war, mehr oder weniger. Ja, aber ich würde mal sagen, so Januar 92, das Datum sollten wir uns mal merken, das spielt nämlich
auch eine wichtige Rolle dann später, um zu sehen, wie rasant dann die Entwicklung voranging. Genau, dieser Student war Linus Torvalds, offensichtlich, wir kennen ihn alle so. Sehr umtriebiger Mann, und das ist auch wieder so ein Muster, was man da in der Open-Source-Szene so immer wieder trifft. Ja, die sind alle sehr starke Charaktere. Zwei haben wir ja eben schon dargestellt, das ist auch einer. Tatsächlich ist es so, dass die Linux-Kernel-Entwicklung ziemlich aktiv ist, auch bis zum heutigen Tag. Also das ist tatsächlich eine Kernkomponente der Open-Source-Bewegung, muss man ganz klar sagen. Es ist eines der größten Projekte. Und die haben auch keine Nachwuchsschwierigkeiten. Wir hatten gerade dieses Jahr die jüngste Kernel-Committerin aller Zeiten mit 4 Jahren, die sich darüber aufgeregt hat, dass in einer Überschrift in der Dokumentation ein letztes Minus gefehlt hat. Und das S darüber wäre so traurig. Deswegen hat sie dafür einen Patch eingereicht. Ja, heutzutage ist der Linux-Kernel eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken. Ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang der Linux-Tag-Zeit irgendwie wirklich Schwierigkeiten hatten, irgendwelche Geräte mit Linux zu bespielen oder überhaupt irgendwelche Geräte zu haben, wo wir das mal zeigen konnten auch. Naja, wir haben uns über jedes Gerät gefreut. Ja, da gab es Fahrradcomputer, die waren plötzlich mit Linux, und es gab auch mal ein Telefon, das dann sehr früh gestartet hat mit Linux drauf. Heutzutage ist es schwieriger, was zu finden, wo kein Linux drauf läuft. Also würde mich nicht wundern, wenn es hier noch jede Menge Geräte gibt, auf denen auch so ein Kernel läuft irgendwo. Also mittlerweile hat sich das quasi... Ja, aber das Interessante ist ja, es ist gar nicht so präsent. Ja, also, ja, die Leute wissen das nicht, weil die Hersteller dann natürlich auch das sehr, sehr umtriebig sind, das Ganze zu proprietarisieren. Ja, wir können ja mal fragen, wer weiß denn, mit welchem Betriebssystem der eigene Kühlschrank läuft? Ah, einer. Zwei. Selbstgebaut? Okay. Ah, okay, der Toaster? Na gut, der Toaster ist ein schlechtes Beispiel. Aber der Fernseher zum Beispiel. Es gibt auch smarte Toaster. Ja. Der Fernseher ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil heutzutage ist in den Fernsehern tatsächlich fast überall ein Linux-Kernel drin. Das Schlimme ist immer das, was auf dem Linux-Kernel dann läuft, auf dem Fernseher. Ja. Ja. Also ich habe jetzt gelernt, ich wiederhole jetzt die Frage, also das mit dem Toaster war nicht abwegig. ja, wir warten alle auf die Killer-Anwendung für Toaster und für Kühlschränke und was da alles damit zusammenhängt. Ich finde, so ein RSS-Feed auf dem Toast zu brutzeln ist eigentlich eine coole Idee. Ja, ich glaube, das ist andersrum. In den 90ern hätten wir jetzt instantan daraus ein Startup gemacht. Ja, aber der Toaster spricht dann auf deinen RSS-Feed. Das ist auch gut. Ja. Fütter mich. Ja. Da gibt es auch eine nette Kurzgeschichte von Cory Doctorow dazu. Okay. ja, was fehlt denn noch zum Kernel? Der Rest eigentlich. Alles, also eigentlich der ganze Rest. Also was es benutzbar macht. Wer kann sich denn noch an die Zeiten erinnern, bevor es den Linux-Kernel gab, aber wo es das GNU-Projekt schon gab? Harald kann sich auch bestimmt daran erinnern. Ich kann mich dann noch erinnern, dass wir in der Uni immer in User Local hatten wir immer so ein komplett eigenes Betriebssystem quasi mit allen Tools, und man musste immer aufpassen, dass man den Pfad richtig gesetzt hat, weil sonst musste man die crappy Tools vom Hersteller nehmen, von IBM oder so. Und ja. Aber das Spannende ist, wenn man sich das anschaut, wann war der Linux-Kernel nochmal, sollten wir uns ja merken. Zweite Hälfte 1991. Ja, und knapp ein Jahr später ist schon die erste Distribution da gewesen. Und 94 waren schon die ersten Unternehmen da, die sich damit beschäftigt haben. Also SUSE Linux und der Schuppen, bei dem ich arbeite, Red Hat, die da schon eine Möglichkeit gesehen haben und das Ganze sehr früh schon in die Unternehmen tragen wollten. Und genau das war auch so der Punkt, wo man dann begonnen hat, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wie bekomme ich jetzt die Firma dazu, diese Distribution einzusetzen oder dieses Betriebssystem einzusetzen, und was hat das für Vorteile? Und zwar nicht nur technische Vorteile, sondern auch rechtliche Vorteile, Integrationsvorteile, langfristige Investitionssicherungsvorteile und so weiter. Und das war so der Startpunkt für die Überlegung, sich da was anderes auszudenken, ja, wie Open Source. Und das Spannende ist, wie sieht ein Geschäftsmodell aus, das erfolgreich ist? Und wenn ich mich noch recht erinnere, da hat ja auch Red Hat und SUSE sehr lange experimentiert, bis man was gefunden hat, was funktioniert hat. Ja. Mittlerweile hat sich die Distributionswelt so ein bisschen aufgesplittet. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der aktuellen Distributionsleitkarte. Ja, also wir haben uns das angeschaut und haben gedacht, okay, das ist unmöglich, alle auf den Bildschirm zu bringen, weil
Das sind einfach zu viele. Wir hatten in unseren Vorträgen aber auch schon mal die Top 5 der witzigsten Distributionen gehabt. Ja, Justin Bieber Linux war da dabei zum Beispiel. Oder das religiöse Linux. Oh ja, das christliche Linux. Nur, ja, egal. Aber eine ganz wichtige Distribution kam dann 2004 dazu. Und das war Ubuntu. Das eine ist ein Foto vom Linux-Tag, das andere nicht. Ihr dürft mal wählen, welches. Ja, das wurde von Mark Shuttleworth gegründet, beziehungsweise erschaffen. Und ich glaube, die Kernaussage von Ubuntu war auch eher, dass der Vorteil von Ubuntu war, es war einfach für den Enduser. Ja, man konnte es sehr viel einfacher installieren, das ist sehr viel rundender für den normalen Nutzer auf der Straße, also für den Nicht-ITler, sag ich mal. Ja, und Das ist, glaube ich, bis heute so. So, und wir hatten ja vorhin schon mal diesen Browserkrieg dargestellt. Und das war ja deshalb, weil Microsoft so ein bisschen verschlafen hat, dass es das Internet gab und dann mit aller Macht das Ganze aufgeholt hat. Und wenn man sich mal anschaut, was hat Mark Shuttleworth hier als Bug Nummer 1 bei Ubuntu, der übrigens mittlerweile geschlossen ist, reingestellt. Und das war hier, dass Microsoft einfach eine viel zu große Marktbeherrschung hat. Und da wollte er was dagegen tun. Und Jetzt müssen wir vielleicht kurz noch erklären, warum ist dieses komische Astronautenfoto da? Weil Mark Shuttleworth der erste Südafrikaner im Weltall war? Ja, der erste Afrikaner im Weltall. Okay. Der hatte nämlich eine gewisse Menge Geld gemacht beim Verkauf einer Firma, die er mal gegründet hatte vorher. Und hatte dann auch halt entsprechend das Kleingeld, um sowas zu machen wie Ubuntu. Ja. Und ich kann mich noch erinnern auf dem Linux-Tag, der war, glaube ich, zweimal auf dem Linux-Tag. Bei einmal kam er mit dem Privatjet aus London und hat auf dem Rückweg dann irgendwie jede Menge von unseren Vortragenden, die auch aus England kamen, einfach mitgenommen, weil er hatte noch Sitze frei. Also der ist schon ein ziemlich cooler Typ. Ja, aber auch ein starker Charakter. So, 98, das war dasselbe Jahr, in dem der Begriff geprägt wurde, kamen die sogenannten Halloween-Dokumente raus. Ja, ich hatte das eben schon mal ein bisschen kurz angedeutet. Auch Microsoft hat das beobachtet, wie sich die Linux-Entwicklung hier positiv gestaltet hat. Und da hat man gedacht, okay, wehret den Anfängen und analysieren wir mal, was das bedeutet. Und die Außenkommunikation war tatsächlich völlig anders als dieses geleakte Dokument. Also das Dokument, aus dem diese Zitate hier sind, war so ein internes Evaluierungsdokument von Microsoft, was an die Öffentlichkeit geraten ist durch Eric S. Raymond. Also der hat das irgendwo herbekommen. Nach außen hin hat Microsoft eigentlich immer gesagt, hat keine Relevanz. Ja? Also ist uns egal, im Unternehmensbereich wird sich das nie durchsetzen. Ja? Und in den Halloween-Dokumenten klingt das halt völlig anders. Also da ist sowas wie, ja, das ist tatsächlich eine große Bedrohung für unser Geschäftsmodell. Wir können die auch nicht, und das ist auch nett, sagen wir mal so, sie haben da im Prinzip reingeschrieben, mit unseren üblichen Zerstörungstaktiken kommen wir denen auf jeden Fall nicht bei. Wir müssen andere uns suchen. Und die haben da schon den Braten relativ früh gerochen. Ne? Und haben auch dementsprechend reagiert. Wir haben da gleich noch ein paar Beispiele. Es war so, dass 2001 hat sich das Ganze aber ein bisschen geändert. Da hat IBM nämlich ganz groß investiert in die Linux-Entwicklung. Und das war so auch ein Wendepunkt, würde ich sagen. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, heutzutage hört sich das relativ wenig an, eine Milliarde. Wenn man überlegt, dass IBM gerade unseren Laden gekauft hat für 34 Milliarden, ja, ist das relativ wenig. Aber damals war das eine ganz, ganz große Story. Ja. Na gut, das hat das Ganze ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich. Genau, und das hat es auch auf so ein Unternehmensradar gebracht. Ja, vorher war das halt alles irgendwie Linux-Tag 2099 und so, das war alles so Nischengeschichten. Ja gut, aber man sieht, die Gefahr, die da Microsoft gesehen hat, ist schon real und die haben da reagiert. Und die Frage ist, wie hat man dann da reagiert? Ja, das war dann genau 2000, 2001 war diese Geschichte, wo Microsoft wirklich massiv Marketing eingesetzt hat. Wahrscheinlich auch als Ergebnis von der Evaluation von diesen Halloween-Dokumenten. Also hier Steve Ballmer, ja, Linux ist Cancer, Kommunismus und alles mögliche Schlechte. Und es gab in Deutschland auch solche Anzeigen, wie man hier unten sieht. Ja, ein offenes Betriebssystem hat nicht nur Vorteile. Also die haben da wirklich massiv gegen Stimmung gemacht.
Und ich kann mich erinnern, wann war der der Microsoft-Stand auf dem Linux-Tag? 2003. Also Microsoft hatte tatsächlich einen Stand auf dem Linux-Tag und als sie sich angemeldet hatten, standen alle Linux-Tag-Teammitglieder um dieses Blatt rum, um dieses Anmeldeblatt und haben gedacht, ist das jetzt ein Fake oder? Und ich kann mich erinnern, die haben diesen Stand aufgebaut und ich glaube, das war kein Spaß für diese Standbesatzung. Ja. Und man kennt das ja, diese üblichen Messestände, die man auch da draußen sieht. Ja. Und abends haben die diesen kompletten Stand völlig komplett abgebaut. Also da war nichts mehr zu sehen, dass das irgendwas mit Microsoft zu tun hatte. Die haben sogar die Aufkleber oben mit dem Firmennamen abgepippelt und jeden Morgen wieder neu dran geklebt. Mhm. Ja. Also ja, verrückt. Also wir hatten ja schon diskutiert, ob wir diesen Stand nehmen oder nicht. Ja, es gab da echt eine heiße Diskussion, ob wir die überhaupt zulassen sollen. Aber wir haben uns dann gedacht, okay, dann nehmen wir schon, das Geld von Microsoft und investieren es in die Community. Also wenn das Microsoft nicht direkt macht, dann machen wir es halt. Genau. Gibt es ein paar mehr freie Softwarestände dann für das, was die bezahlen. Ja, dann gab es ein bisschen, dann haben die nochmal nachgelegt, Microsoft, also geheim sozusagen. Hinterher kam dann raus, dass die SCO finanziert haben. Aber dann kam SCO auf den Plan. Kann sich jemand an diese Story noch erinnern? So ein bisschen? Okay, da kann sich tatsächlich noch eine ganze Menge dran erinnern. Also SCO hat behauptet, dass ihnen bestimmte Teile des Kernel-Quellcodes gehören und dass IBM die mutwillig da rein committed hätte. Ja. Und warum IBM, das haben wir ja eben schon mal gesehen, die waren natürlich ein maßgeblicher Player dabei und genau. Haben auch gut investiert. Und die waren halt die Speerspitze, ne? Mit der 1 Milliarde Investitionen waren die kommerzielle Forerunner. Und im Großen und Ganzen ging es darum, die Kunden zu verunsichern. Genau. Und das ging damals ziemlich groß, auch durch die Mainstream-Presse, sagen wir mal so. Also das hat man im Spiegel gelesen, auch. Es gab auch einen Spiegelartikel im gedruckten Heft. Das war schon, das ging schon relativ groß durch die Presse durch. Ja, das Einzige, was nicht durch die Presse ging, waren die Beweise sozusagen. Genau. Es gab immer nur die Behauptung, dass hier große Teile des Linux-Quelltextes das Unix-Trademark hier verletzen sollte. Und da gab es wirklich bizarre Sachen. Also ich kann mich noch erinnern, da lief dann irgendwie so ein Legal Counsel von SCO rum und hielt irgendwie an bestimmten Stellen in Deutschland Vorträge. Und diese Vorträge, wir haben dann eine Videoaufzeichnung mal bekommen davon, aus bestimmten Gründen, die gleich noch kommen. Und diese Vorträge liefen dann so, der hatte so einen Aktenkoffer dabei gehabt, hat den irgendwie auf den Tisch gestellt und hat gesagt, da drin sind die Beweise, dass IBM, unseren Quellcode geklaut hat und in den Linux-Kernel getan hat. Aber ich kann die nicht zeigen, weil das wäre schlecht für uns, weil es schlecht ist für uns. Und deswegen zeigen wir die nicht. Aber sie sind hier drin. Ja. Und das haben wir uns angehört und wir dachten, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, also irgendwann später kam dann raus, eine interne E-Mail wurde geleakt im Zuge des Gerichtsverfahrens wurden interne E-Mails von SCO in den Gerichtsunterlagen hinterlegt und da gab es dann sowas wie, am Ende haben wir nichts gefunden, überhaupt keine Beweise für irgendeinen, aber wir erzählen es ja sowieso keinem, also ist okay. Ja, wir haben uns das damals angehört. Ja. Und haben gedacht, ja, das kann man ja so nicht stehen lassen. Und haben wir gedacht, schicken wir denen doch mal eine Abmahnung. Ja? Weil wenn andere abmahnen, können wir auch abmahnen. Ja? Genau. Und das war tatsächlich auch relativ erfolgreich. Also ich fand das damals sehr spannend, dass relativ schnell SCO Deutschland diese Unterlassungserklärung unterschrieben hat. Ja, es war damals nicht so richtig klar, wer der Geschäftsführer von SCO Deutschland war. Das war auch so ein bisschen, also alles sehr, sehr nebulös. Man hat die ganze Zeit gedacht, mit was für komischen Leuten redet man hier. Es war nie so richtig klar, wer eigentlich der Geschäftsführer war. Und das hat auch im Unternehmensregister sich ständig geändert bei SCO Deutschland. Also es war so eine sehr windige Veranstaltung. Also um das nochmal hier ganz klar zu machen, also wir hatten eine Unterlassungserklärung gegen SCO hier erwirkt, dass die nicht mehr in Deutschland behaupten dürfen, dass sie Rechte am Linux-Kernel hatten. Genau. Und das haben die unterschrieben. Haben sie natürlich trotzdem behauptet? Naja, das war eigentlich ein Fehler. Die haben irgendwann SCO Deutschland abgeschaltet und dann kamen die Webseiten aus den USA und die wussten das nicht. Und dann haben sie in Deutschland doch behauptet, dass sie Rechte an Linux-Kernel haben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann kriegen wir jetzt ein bisschen Geld von euch. Und die haben auch tatsächlich gezahlt. Ja, und wir haben es in die Community gesteckt. Und wir haben es in den nächsten Linux-Tag gesteckt und eine coole Party mit den Open-Source-Gruppen gemacht.
Ja, das. Ja. Dass es auch anders gehen konnte, zeigen wir hier. Wir hatten 2007 unser Plakat. Wir hatten jedes Jahr so Ankündigungsplakate und wir wollten das einfach ein bisschen positiver sehen. Also das muss ja nicht immer ein Gegeneinander sein, sondern es kann ja auch ein Miteinander sein. Genau, und wir hatten eigentlich schon den richtigen Riecher. Weil, also das war unser Editionsplakat in dem Jahr. Und wenn man heute mal nach, und jetzt erinnert man euch mal an diese ersten Folien mit den Linux ist Kommunismus und so. Wenn man heute nach Microsoft und Linux googelt, findet man sowas. Ja? Und lustig finde ich auch, dass wenn man danach googelt, findet man wirklich jede Menge Herzchenfotos. Ja? Also das ist wirklich. Und dann muss man auch ganz klar sagen, Microsoft ist heute nicht mehr der böse Antagonist. Ja, im Gegenteil, die contributen sehr, sehr viel zur Open-Source-Community. Und ich weiß auch, dass Red Hat zum Beispiel ganz, ganz eng mit denen zusammenarbeitet. Das hat sich mittlerweile so in den letzten paar Jahren extrem verändert. Ja, auch mit dem neuen CEO unter Umständen. Ja, ja, und das sieht man auch, ich meine, es gibt natürlich da bei solchen Sachen immer noch auch einen Grund, ja, ich meine, es gibt immer noch monetäre Gründe. Sind wir mal ganz ehrlich, das machen die ja nicht freiwillig. Das machen die nicht freiwillig, denn wenn man der aktuelle Stand ist, dass auf Azure, Microsoft Azure, tatsächlich mehr Linux-VMs laufen als irgendein anderes Betriebssystem, inklusive Windows. Das heißt, das ist auch eine kommerzielle Notwendigkeit, einfach da das Ganze zu akzeptieren. Das ist einfach die Tatsache. Ja. Ja. Wenn man jetzt mal heute sich anguckt, wer so bei GitHub alles contributed und wer bei dem Open-Source-Modell beiträgt, ist das schon wirklich sozusagen krass. Also man findet da alle wichtigen IT-Unternehmen. Da sieht man zum Beispiel Intel, Amazon, IBM, Red Hat, relativ weit oben. Und ganz oben auch, und jetzt sieht man hier wieder Microsoft und Google. Also ja. Microsoft ist einer der Top-Kontributoren zu Open-Source-Repositories auf GitHub. Naja, das ist ja nicht ungewöhnlich. Dann meine Frage, wem gehört denn GitHub? Richtig, aber das ist, ich meine, das ist jetzt erst kurz gewesen, also ich glaube, das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun. Naja, ist aber immerhin ihre eigene Plattform. Richtig, aber wenn man mal jetzt mal guckt, und da sind wir wieder ja. Bei den Antagonisten. Ja, ja nee, wenn man sich das mal anschaut, das ist jetzt eine riskante Frage, die ich mal stelle. Wer fehlt denn da? An großen IT-Unternehmen. Na, wer kann man einfach mal reinrufen? Man kann es nicht lesen? Ah, okay. Ah, ja, Mist. Ja, also wir können es auch auflösen. Ja? Also wer fehlt ist... Ich habe es eben schon gehört. Wer hat Apple reingerufen? Das klappt aber nicht. Ihr habt nur GitHub da stehen. Ich weiß. Das hätte ich jetzt gesagt. Alle. GitHub hostet den überwiegenden Teil der Open Source Software. Ja. Ja, unter Umständen. So, muss man schon sagen, das ist richtig. Apple hat eine eigene Seite, wo sie ihre ganzen Open-Source-Projekte hosten und zeigen. In der Tat, das war ein, so, ja, ein bisschen. Kommen wir mal zurück zu, was kann man denn, oder was gibt es denn noch so im Open-Content-Bereich? Ja. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass das Konzept sich auch auf ganz viele andere Sachen anwenden lässt. Und auch da gab es eine Entwicklung 71, gab es, also das hat mich auch verblüfft, das Projekt Gutenberg gibt es tatsächlich seit 1971. 2001 kam dann Wikipedia zu und Creative Commons. Ich kann mich auch erinnern, dass wir mit den Creative Commons-Leuten in Kontakt waren, weil wir so ein Projekt hatten, auf der nächsten Folie noch was haben. Dann sowas wie Arduino, OpenStreetMap kam dazu, die Open Knowledge Foundation und auch Hyperloop als Konzept. Und da sieht man so ein bisschen, dass es Hyperloop ist tatsächlich ein freies Konzept, das Elon Musk ins Netz gestellt hat und quasi so eine Art Technologiewettbewerb ausgerufen hat. Ja, wer das als Erster irgendwie realisieren kann. Wir haben da auch relativ früh was mitgemacht. 2001 schon hatten wir eine CD auf dem Linux Dark produziert mit freier Musik. Und das war damals auch ein ganz schöner Aufwand, weil wir sind halt, wenn man in Deutschland eine Musik-CD pressen möchte, muss man eine Erlaubnis der GEMA haben, egal was auf dieser CD drauf ist. Also lustigerweise, wenn Daten drauf sind, braucht man keine Erlaubnis, aber sobald da irgendwie Daten in Form von Musiktracks drauf sind, muss man eine Erlaubnis haben. Ansonsten presst das Presswerk die CD einfach nicht. Und es war wirklich ein krasser Aufwand, der GEMA zu erklären, was wir da tun. Weil die haben das einfach nicht verstanden. Ja, die kamen da also und sagten, was wollt ihr, freie Musik? So kann jeder, eure CD darf kopiert werden? Das verstehen wir nicht. Ja,
Wieso ist denn die nicht bei der, wir müssen alles bei der GEMA registrieren. Mhm. Ja, das war wirklich ein Aufwand. Ja, in der Tat geht das nur so, dass man die Autoren und die Titel zur GEMA schickt und die bittet zu sagen, ob das in ihrem Musikrepertoire drin ist und dann geben die zurück, nein, kennen wir nicht. Und mit diesem Nein, kennen wir nicht, geht man zum Presswerk und dann kriegt man das gepresst. In der Theorie, in der Praxis haben sie halt versucht, es zu verzögern, indem sie es einfach liegen gelassen haben und einfach nicht geantwortet haben, bis wir einen Anwalt hingeschickt haben. Aber, naja. Ja. Da haben wir nochmal so eine Aufstellung von noch mehr Sachen, die man machen kann, mit dem Konzept von Open Access. Ja, wir hatten schon ein paar davon gehabt, Open Health, da sieht man noch Open Music drauf. Offene Standards und Open Government ist vielleicht auch ein interessantes Ding. Es gab gerade im letzten... Eine Frage? Ja. Sie haben zum Beispiel Open Schufa oder sowas nicht genannt. Ja, gut. Wir können nicht alles nennen. Es gab auch jetzt gerade in diesem Jahr so ein paar Sachen, die genau in die andere Richtung gingen. Also wer das vielleicht gekriegt hat, Wikipedia hat gegen das Reis-Engelhorn-Museum verloren vor dem Bundesgerichtshof. Finde ich ganz schön fatal sowas. Ich weiß nicht, wer das so mitbekommen hat, dass das Problem war, dass das Reis-Engelhorn-Museum hat Bilder, klassische Bilder in der Ausstellung, von denen es gibt in dem Museum das Fotografierverbot. Und es gibt nur autorisierte Fotos von diesem Museum, von diesen Bildern, die wiederum lizenziert werden müssen. Das heißt, das Museum möchte gerne Geld sehen, wenn jemand diese Bilder benutzt. Und eins von diesen Bildern ist halt in Wikipedia aufgepoppt. Und daraufhin hat das Museum die Wikimedia abgemahnt. Und am Ende haben sie dann tatsächlich mit Recht bekommen. Und meiner Meinung nach ist das eine ziemlich fatale Entwicklung, weil das ist eine Privatisierung von Allgemeingut. Denn das Bild selbst ist gemeinfrei. Ja? Denn das ist ein altes Bild. Und was sie quasi da machen ist, sie gehen durch ein Schlupfloch und privatisieren dieses Allgemeingut wiederum, weil es keine Möglichkeit gibt, keine legale, an ein Foto davon zu kommen. Ja? Also das finde ich eine ziemlich fatale Geschichte. Ich glaube, das sind übrigens dieselben Burschen, die auch das mit der Panoramafreiheit gemacht haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das waren dieselben. Ja, hoffen wir. Du müsstest hier nochmal die Frage wiederholen. Ja, er meinte, das wird sich mit der neuen Urheberrechtsrichtlinie dann ändern. Auf die kommen wir auch gleich nochmal. So, und dann war noch eine Frage, ob das positiver wird mit der neuen. Warten wir es mal ab. Möchte dazu jemand... Also ich bin kein Anwalt, ich könnte das, weil wahrscheinlich wirst du in verschiedenen Aspekten wird es besser und in anderen Aspekten wird es dann halt auch schlechter werden. Oder bin ich überzeugt, dass es das wird? So, wenn wir jetzt gerade bei der Regulierung sind, auch jetzt gerade vor kurzem passiert, dass Macron gefordert hat, das Internet muss besser reguliert werden. Ja, eins der Sachen, die er gefordert hat, war, dass die ISP für die Inhalte verantwortlich sind. Aber das ist interessant, weil das kommt ja eigentlich alle drei Jahre. Ja, genau. Wieder. Das ist auch so eine Diskussion, da kann ich mich schon erinnern, die gab es schon vor 15 Jahren. Und ich finde, die würden, also das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Ich finde, da sollte man auch einfach mal anderswo ansetzen. Ich finde ja auch, sollte zum Beispiel jede Seite, die Werbeanzeigen anzeigt, auch verantwortlich sein für die Werbeanzeigen und sich nicht hinterher rausreden und sagen, haben wir ja gar nicht, haben wir von Google bekommen. Ja. Da wird ja schließlich auf der Seite angezeigt. Aber da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die man sich da... machen kann. Bei dieser Regulierung, wir hatten ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und sowas, ja, da gibt es auch Fallstricke, ganz viele. Zum Beispiel ist dieses Jahr Captain Kirk reingefallen. Der war hier in Deutschland und wollte einen Tweet melden wegen Verstoß gegen die AGBs und hat das mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz irgendwie nicht verstanden. Und dem poppte irgendwie plötzlich irgendwie dieses Wort auf in seiner UI und er weiß nicht, was das sollte. besser mit der Regulierung haben das... leider, kann man sagen, andere geschafft. Ja. Das hat, glaube ich, jeder, da kann man, glaube ich, nicht vorbei, das hat jeder mitbekommen, die Diskussion um Artikel 13. Und ich habe vorhin noch gefragt, ob man das hier so im Stream sagen darf, dass man die alle für Flachmaten hält, aber gut. Naja, auf jeden Fall gibt es ja auch dafür schon länger Bestrebungen, das alles irgendwie zu versuchen zu regulieren.
Schlagzeilen aus den letzten Jahren, ja, die fand ich besonders lustig, Musikbranche will Netzpolitik nicht länger den Nerds überlassen. Ja. Also mit Dieter Gorni genau den richtigen geholt dafür. Ich bin ja eher für die rechte Seite. Man sollte einfach als Nerd hier viel mehr Selbstbewusstsein zeigen und das nicht den fachfremden Leuten überlassen, wie das Ganze hier aussieht. Genau, und das öffnet auch so eine gewisse Diskussion, auf die wir vielleicht nächstes Jahr nochmal zurückkommen in einem anderen Talk. Sowas wie Verantwortung. Brauchen wir irgendwie den hippokratischen Eid für ITler? Sind wir alle schuld an Facebook? Solche Geschichten. Ja. Also sollen wir da oder haben wir da eine gewisse Verantwortung, die wir auch da irgendwie beitragen müssen? Sowohl aktiv als auch passiv. Ja gut, es würde aus meiner Sicht schon viel beitragen, wenn einfach mehr Know-how in diese ganzen politischen Prozesse einfließen würde. So, jetzt sind wir aber genau an dem Punkt. So, jetzt hat man diese Urheberrechtslinie durchgepeitscht und hat dann festgestellt, wir tun irgendwie den Urhebern und den Urhebern eigentlich nicht, aber den ganzen Distributoren die absoluten Mega-Rechte einräumen und mit wieder der Möglichkeit auf das Zurückziehen von Werken und sowas, ja. Und hat dann irgendwann gemerkt, Scheiße, Softwareentwickler sind ja auch Urheber. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dann machen wir halt eine Ausnahme für Softwareentwickler. Ja? Und das ist tatsächlich im Moment in der Diskussion, dass sie tatsächlich eine Ausnahme in diese ganzen Regulierungen reinschreiben wollen, dass das alles für Softwareentwickler nicht gilt. Ja? Also das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, wie man macht irgendwas, also als Softwareentwickler, sage ich mal, hört sich an wie so ein schlechter Patch, ja? So ein Workaround, irgendwie, anstatt es richtig zu machen. Versucht man da irgendwie dann rumzubasteln und irgendwie funktionieren zu machen. Ja. Also, aber man wird schon sehen, was man davon hat. Ja, ich glaube nicht, dass der, dass wenn jetzt irgendein Zeichner bei Disney hier den Disney-Konzern verklagen kann auf Copyright-Verletzungen. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Bin ich mir sehr sicher. Was gab es noch? Um da auch nochmal weiter zu sehen, wir haben noch so eine Shitlist aufgestellt von den Sachen, die da, also eins der großen Punkte war ja die Upload-Filter, die da als Konsequenz dieser Regulierung kommen sollen. Und da gibt es auch ein paar lustige Events, die da passiert sind. Zum Beispiel die 10 Stunden statisches Rauschen, die 5 Copyright-Strikes bekommen haben. Ich habe mal nachgeguckt, von wem. Und das ist wirklich auch lustig. Irgendwie 2 von den 5 waren von einer Firma, die statisches Rauschen auf CD verkauft. Als Einschlafhilfe. Ja? Das ist mein statisches Rauschen. Keine Ahnung. Die Frage war, ob das in der GEMA ist. Interessante Frage. Meine Vermutung ist ja. Das wäre. Also wir wissen ja, dass die GEMA überhaupt nicht auf das Lied guckt oder so. Für die ist der Primary Key der Autor. Und der Titel und die Länge des Liedes. Ja. Wenn die 3 identisch sind, ist das für die GEMA dasselbe. Ja. Gut. Ja, oder auch sowas zum Beispiel, da hat jemand Bach aufgeführt auf YouTube und hat auch diverse Copyright-Strikes von Sony bekommen. Und erst nach öffentlichem Aufschrei hat Sony das zurückgenommen. Weil man hat ja mal eine CD mit Bach-Musik rausgebracht, also gehört das uns. Ja. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sehr viele Sachen da automatisiert einfach runtergenommen werden. Das sind dann die berühmten Upload-Filter. Ja, da schaut keiner rein, da denkt keiner drüber nach, da ist keiner hinten dran, der sagt... Und das Schlimme, bei all diesen 3 Beispielen, auch dass Volkswagen irgendwie alle Insekten gehören, ja, also alles, was Beetle heißt, gehört Volkswagen. Das Schlimme daran ist, dass hinterher in allen Fällen immer gesagt wird, ja, nee, wir sind da ja nicht für verantwortlich, es hat so eine AI gemacht. Ja? Und ich glaube, das ist eine Gefahr, dass man in so eine Situation kommt, wo es einfach keinen Verantwortlichen mehr gibt, sondern einfach alles auf die AI schieben kann und sagen kann, haben wir nichts mit, war nur unsere AI. Ja? Also haben wir nur ganz wenig was mit zu tun. Ja? Und das ist halt eine ganz gefährliche Entwicklung. Eine Konsequenz von dieser ganzen Copyright-Regulierung ist auch, dass es so ein Break gibt. Also wenn man hier mal guckt, das ist die Anzahl der Bücher, die in einer Dekade publiziert wurden, die noch heute verfügbar sind. Und da sieht man so einen Break. Also alles, was 1910 und früher ist,
gibt es noch. Es gibt dann natürlich dann irgendwann so eine Abflachung, weil dann wurden einfach auch nicht mehr so viele Bücher publiziert. Aber lustigerweise gibt es mehr Bücher von 1910 und 1900, als es aus den 80ern gibt, die noch verfügbar sind. Einfach deswegen, weil die Copyright-Lage ungeklärt ist und weil sich einfach keiner traut, die zu publizieren. Ja, das heißt, mit den Disney-Laws in den USA sind die Copyright-Zeiten so dermaßen ausgedehnt worden und auch keine Sicherheit geschaffen worden, sodass man heute als Verlag sagt, okay, ich habe hier irgendwie so ein Buch, ich würde das gerne publizieren, aber keine Ahnung, das wurde in den 80ern publiziert, der Verlag, der das gemacht hat, gibt es nicht mehr, der Autor gibt es nicht mehr, es gibt keinen mehr, den ich da kontaktieren könnte. Also mit anderen Worten, man dürfte es publizieren, weil das amerikanische Recht das erlaubt, aber es ist zu teuer, den Autor oder die Copyright-Owner hier rauszubekommen und das lohnt sich dann einfach nicht mehr. Es gibt einfach keine sinnvolle Möglichkeit für die Regulierung der Gemeinfreiheit. Okay. Ja. Wir hatten noch nicht das Thema Linux auf dem Desktop, das kommt auch irgendwie jedes Jahr bei uns. Ja. Oktober 2003 wurde die Firma Android gegründet und die dann in 2005 von Google übernommen wurde. Also das Android, was wir heute von Google kennen, ist gar nicht in Google entstanden ursprünglich, sondern war ein Zukauf. Und 2007 kam dann das erste iPhone raus. Also das muss man sich auch mal zu Gemüte führen. 2007, das ist noch nicht so lange her. Ja, und heutzutage sind Geräte mit Touchscreen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Vor 2007 waren das aber absolute Exoten. Ja. Ja. Das ist noch nicht so lange her. Und 2008 kam dann das erste Android-Telefon raus. Ich kann mich da noch erinnern an das erste. Wir hatten da, glaube ich, so ein Entwicklergerät. Und das war eher wie so ein Ziegelstein. Hier die Marktverteilung von dem Ganzen. Warum erzählen wir das Ganze? Weil Android natürlich auch auf dem Linux-Kernel basiert und damit ein Linux-System ist. Es ist, da gibt es immer ein bisschen Streit zwischen uns, ist Android Open Source? Ich bin der Ansicht, ja, Amazon zeigt das ganz eindrucksvoll, aber es gibt da natürlich auch Kritik. Also es steht eindeutig unter einer freien Lizenz, aber so richtig frei entwickelt, dass jeder mitmachen kann. Würde ich jetzt mal nicht so sehen. Und wenn man mal die Marktentwicklung sich anguckt von Android, dann ist das schon ganz schön eindrucksvoll. Also alles andere bleibt so stabil oder also das iOS, was da eh so stabil bleibt und alles andere versinkt in der Bedeutungslosigkeit mehr oder weniger im Mobile-Bereich. Und man kann einfach heutzutage sagen, Android hat den Markt übernommen. Mhm. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich mal behaupten, dass es Android ist eine ganz spezielle Linux-Distribution, genau. Die sich ziemlich von allen anderen unterscheidet, aber die wir sonst so haben. Aber hätten wir vor, als wir den Linux gegründet hätten, hatten wir da gedacht, dass heutzutage jeder ein Linux-Gerät in der Tasche hat? War schon eine ziemliche Zukunft. Ja, gedacht haben wir das schon, aber und erzählt haben wir es auch jedes Jahr. Ist jetzt Android das Linux auf dem Desktop, das endlich gekommen ist? Es ist noch nicht auf dem Desktop, aber wir sind kurz davor. Aber also gibt es den Desktop überhaupt noch? Ja, das ist die spannende Frage. Also nachher haben wir es erreicht und es gibt keinen Desktop mehr. Ja, genau. Ja, genau. Also war der Hinweis, dass das neue Desktop oder der neue Desktop ist, würde ich auch schon so sehen. Also wenn du so ein Tablet nimmst, gibt es sehr viele, die den klassischen Desktop einfach gar nicht mehr brauchen. Microsoft wird doch größte Linux-Distribution am nächsten. Da bin ich mal gespannt. Also da gab es eine Frage, Microsoft wird die größte Linux-Distribution nächstes Jahr. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen. Das ist übrigens tatsächlich sehr interessant. Ja, also die haben für das Linux-Subsystem in Windows bisher immer erlaubt, einen Linux-Kernel zu installieren und die liefern demnächst einen mit. Und die gehen jetzt, habe ich jetzt neulich gelesen, sogar noch einen Schritt weiter, dass man sich einen eigenen bauen kann und installieren. Ja. Und wenn man das mal so weiterdenkt, dann ist das wirklich so, dass Microsoft die größte Distro ist eigentlich. Also ich finde, das Lustigste daran finde ich, dass das Ganze Windows Subsystem for Linux heißt. Aber eigentlich müsste es umgedreht sein. Ja? Und wahrscheinlich ist es deswegen, weil alle Microsoft-Produkte mit Windows anfangen müssen. Ich wollte erst zu dem sagen, was du gesagt hast. Das stimmt nicht mehr. Das Subsystem war wirklich ein Subsystem, wie es unter dem NT-Kernel halt geht. Dass man da einfach die starten kann, als wären das Windows-Anwendungen. Mittlerweile ist es eine virtuelle Maschine. Das ist was anderes. Es ist einfach nur Fancy-Talk. Und das nächste, ihr sagt, Android ist Open Source. Was ist Open Source bitte, was auf deinem Telefon läuft? Die Version, die hier auf dem Telefon zum Beispiel läuft, ist nicht Open Source. Das ist einfach eine geschlossene Version. Die Version, die auf deinem Telefon am Ende läuft, ist geschlossen. Das ist genau die Diskussion. Kannst du darauf wetten. Ja, das ist genau die Diskussion. Aber es gibt natürlich auch
Ja, es gibt aber auch es gibt ja auch Telefone, die komplett mit Open Source, und man kann das ja auch sich installieren, eine komplette Open Source Version, ja, wenn der Hersteller es offen macht. Ja, du kannst aber heute, aber du kannst heute Ja, aber das ist ja nicht die relevante Frage. Doch, nein. Ja. Nein, 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 nein. Die relevante Frage ist... Ich mag, dass es wir alle hier Neckbeard sind und Open Source und so ein Kram, aber es geht um den DAO, um den normalen User. Klar. So jemand wie du und ich. Ja, natürlich. Aber lass uns das mal später diskutieren, weil das führt sehr in die Technik rein. So, jetzt hatten wir es gerade mit Android, und dieses Jahr wird Google tatsächlich auch 20 Jahre alt. Und unter Umständen auch aus den Gründen Zeit zum Feiern oder zum Nicht-Feiern? Weiß man nicht. Beides. Also die sind mit Sicherheit nicht nur gut. Klar. Wenn man mal, um jetzt mal auf den Open-Source-Sachen zurückzukommen, wenn man mal guckt, welche Länder auf der Welt den Einsatz von Open-Source in der öffentlichen Verwaltung regulieren, ist das auch interessant. Also wenn man hier guckt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also alles, was orange ist, gibt es entweder keine Daten drüber oder gibt es keine Vorgaben. Alles, was grün ist, und da gehören auch zum Beispiel die USA und das meiste von Europa dazu, da gibt es quasi eine Vorgabe zu sagen, wir sollten in der öffentlichen Verwaltung Open Source bevorzugen, was natürlich nicht bindend ist. Dann gibt es die lilanen, das sind da, wo der Einsatz von Open Source zurückgewiesen wurde. Und die Türkisen und zum Beispiel Brasilien hier oder Russland, da ist das tatsächlich Vorgabe, Open-Source-Software einzusetzen oder zumindest zu berücksichtigen. Ja. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Arbeit zu tun, auch wenn das schon deutlich besser aussieht als vor 10 Jahren. Ja. Aber da muss man ganz klar sagen, da sind wir noch nicht da, wo wir wollen, wo wir hinwollen. Weil, wie gesagt, also wenn die Grünen alle türkis wären, dann wäre das eine gute Sache, aber wir wissen ja alle, wie das läuft in den Fällen in München oder ähnlich gelagerten Fällen, da war das ja schon nicht so hübsch. Es gibt natürlich auch so ein paar Downsides von Open Source. Ja, also wer das hier mitbekommen hat, das war auch jetzt vor ein paar Monaten, ein NPM-Modul, das über 2 Millionen Downloads in der Woche hat, hat plötzlich malicious Code ausgeliefert. Warum? Nicht, weil jemand den Server gehackt hat oder das Repository gehackt hat. Da hat einfach einer gesagt, hier, das wird nicht mehr maintained, ich kann das übernehmen. Und dann hat der Autor dem einfach die Schlüssel gegeben. Und das Erste, was der gemacht hat, war halt malicious Code einzuschleusen. Und die Begründung auf dem GitHub-Repository, auf dem Bug-Tracking war, er hat mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, er will das übernehmen. Dann habe ich es einfach ihm gegeben. Ja. Also das zeigt auch wieder ein bisschen, dass man da auch Verantwortung hat, wenn man sowas macht. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit, welche Verantwortung haben ITler? Welche Art von Verantwortung gibt es da? Ich muss mal aber ganz klar sagen, das liegt nicht an der Lizenz. Das liegt nicht an der Lizenz, nein, nein, aber es macht es natürlich das Ganze einfach. Das macht es auch nicht einfacher oder schwieriger. Richtig. So, andere Sache, und dann sind wir schon fast am Schluss. Es gibt tatsächlich noch Leute, die glauben, man könnte heute ohne Open Source leben. Das hat ein paar lustige Effekte auf Twitter ausgelöst, diese Meldung. Ja. Also es ist einfach völlig schräg, es ist einfach unmöglich. Wahrscheinlich sind selbst in der Software, die zum Schreiben dieser Ausschreibungsdokumente geschrieben wurde, steckt wahrscheinlich mehr Open Source drin als proprietärer Code. Also völliger Bullshit. Ja. Haben die auch sich nicht mehr zu geäußert? Ich weiß auch nicht genau, ob sie es wieder zurückgezogen haben oder sowas. Also ich glaube, das kann kein Lieferant irgendwie erfüllen, diese Klausel. Ja. Aber das zeigt wieder so ein bisschen so diese, es gibt immer noch in bestimmten Teilen diese. Gut. Ja. Diese Probleme damit. Ja, 1 Milliarde Nutzer pro Tag bei Facebook in 2015, das ist heute wahrscheinlich noch viel mehr. 2,3 Milliarden nutzen Android. Ja, und da muss man auch noch mal den Kommentar davon aufnehmen, es geht um das Ökosystem, was viel größer ist als nur das, was auf dem Telefon läuft. Und es nützt ja nicht, wenn man damit bezahlt sozusagen, dass man hier die Daten die ganze Zeit hier abgibt, weil wir sind ja eigentlich keine Kunden von diesen Firmen, sondern wir sind ja eigentlich das Produkt, was verkauft wird. Und ein schönes Beispiel von diesem Jahr war ein Fall von einem Raser in Berlin, der mit seinem Tesla über die Autobahn geheizt ist und sich
ein Rennen geliefert hat. Und dann hat sich die Polizei gedacht, ist ein Tesla. Fragen wir doch mal bei Tesla nach und lassen uns mal die Telemetriedaten geben. Und wenn man hier unten liest, die Antwort übertraf die kühnsten Erwartungen. Im Sekundentakt hat der Sportwagen Position und Tempo an die Zentrale gefunkt. So ließ sich die ganze Tour auch ohne Zeugen rekonstruieren und ein Spitzentempo von 209 Kilometer pro Stunde ermitteln. Ja. Ja. Data is the new battlefield. So sieht's aus. Was haben wir noch? Trump möchte gern 6G haben. Ist eins mehr als 5. Ja? Also her damit. Wir müssen in jedem Vortrag irgendwas über Trump haben. Was machen wir, wenn er nicht mehr da ist? Ja. Gut, das ist ein gutes Beispiel. Was machen wir, wenn er nicht mehr da ist? Machen wir weiter. Machen wir Party. So, und damit wollen wir euch fast entlassen. Wir haben noch einen einzigen Rausschmeißer. Weiß jemand, was das ist? Und, hat jemand eine Idee? Die Reset-Frequenz einer Lampe. Und zwar das ist die Anleitung, wie man eine GE Smart Lamp resettet. Und nicht nur das, sie haben dafür auch ein schönes Anleitungsvideo gemacht, das diese ganze Prozedur komplett zeigt. Und die zeigen wir euch jetzt beim Rausschmeißen am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß auf der Party und auf der Frostcon.